Beim Reisen begegnet einem so viel Menschliches. Man versteht ein Land erst, wenn man es besucht. Und man bekommt Einblick in das Leben anderer Menschen. Mein Name ist Princess Umul Hatia, auch bekannt als die Globetrotting Princess. Ich besuche jedes Land der Welt und bis heute habe ich 80 Länder bereist. Ich reise kostenbewusst, das heißt, ich suche immer nach dem günstigsten Flug oder Bus und ich übernachte in Hostels. Dadurch kosten meine Reisen viel weniger als eine durchschnittliche Urlaubsreise. Mein Ziel ist es, jedes Land der Welt zu sehen und einen Rekord für Afrika aufzustellen. Es gibt bisher keinen Afrikaner, der in jedem Land der Welt war. Seitdem ich reise, will ich immer Bibliotheken in anderen Ländern sehen. Und weil ich auch Schriftstellerin bin, begeistern mich Orte, an denen Bücher aufbewahrt werden. Meine Güte, die Bibliothek ist unglaublich. Sie ist umwerfend. Ich liebe die Architektur. Sie ist so schön. Neben der Architektur mag ich auch die Ruhe in Büchereien. Schreiben ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Wenn ich in einer Bibliothek bin, dann fühle ich mich zu Hause, dann bin ich ganz bei mir. Landkarten haben mich schon als Kind fasziniert. Ich mochte immer die Vorstellung, andere Orte kennenzulernen. Und meine Erdkundelehrerin, Frau Osudarko, hat Geografie so unterrichtet, dass sie lebendig wurde. Ich habe den gekauft für meinen Kühlschrank in Ghana. Willkommen in meiner Stadt Accra. Hier leben rund 4 Millionen Menschen. Hier will man definitiv sein. Wie sagt man so schön, Reisen ist die einzige Art, Geld auszugeben, die einen reicher macht. Deshalb will ich meine Erfahrungen und Begegnungen mit anderen teilen. Mein neuestes Buch, Abenteuer der verrückten Ente, beschreibt meine Reisen durch 73 Länder. Das Reisen hat mich als Mensch verändert. Ich bin dadurch warmherziger geworden und offener für andere Kulturen und andere Meinungen. Meine erste Reise war ein Roadtrip von Accra nach Casablanca in Marokko. Seit dieser ersten Reise vor 11 Jahren habe ich unterwegs so viel gelernt und ich habe immer mehr Fernweh bekommen und wollte noch mehr sehen. Wenn ich zu Hause bin, genieße ich die Zeit mit meiner Familie und arbeite viel. Aber wenn ich unterwegs bin, dann bin ich im Entdeckermodus und genieße das genauso. Meine Erlebnisse teile ich mit meiner Familie und wir lernen alle etwas dadurch. Meine Kinder haben einen wirklich globalen Blick auf das Leben. In diesem Teil der Welt gibt es nicht viele Frauen, die so leben wie Princess. Frauen dürfen kaum selbstbestimmt leben, es sei denn, sie brechen bewusst mit der Norm. Der Makola-Markt ist der zweitgrößte Markt in Westafrika. Den muss man sehen. Er ist einzigartig. Das Beste am Reisen ist, dass man von anderen Leuten und ihren Kulturen lernt. Und dass man sich immer wieder bewusst wird, was man alles noch nicht kennt. Außerdem liebe ich es, das Essen in anderen Ländern zu probieren. Ich hatte die Vorstellung, dass deutsches Essen nicht scharf ist. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es hier eine Kaffee- und Kuchenkultur gibt. Wenn man eine typische Spezialität an einem bestimmten Ort probiert, bekommt man ein tieferes Verständnis für die Küche eines Landes. Deshalb passen Reisen und Essen perfekt zusammen. Als nächstes fahre ich nach Südamerika. Ich möchte Brasilien, Argentinien und Bolivien bereisen. Ich war noch nie in Südamerika. Darauf freue ich mich schon sehr.